Jo Leute, was geht ab? Willkommen auf dem Reibekuchen Gaming Kanal. Leute, die Open Beta zu Overwatch beginnt in Kürze. Die Vorbesteller durften schon mal einen Blick ins Spiel wagen. Und wie dieses Spiel so ist, das erfahrt ihr in diesem Video. Overwatch offene Beta hat wahrscheinlich schon begonnen, wenn ihr dieses Video gesehen habt. Vorbesteller konnten schon früher reinschauen und ja, Leute, was soll ich erstmal sagen zu einem ersten Eindruck? Das Spiel ist hektisch. Es ist unglaublich hektisch. Wer sich nicht die Zeit nimmt, sich in dieses Spiel einzuarbeiten, der wird sein blaues Wunder erleben. Das Spiel ist farbenfroh, es hat einen Comic-Stil, ein bisschen wie in Borderlands, muss man sich dann gewöhnen. Der Stil ist natürlich eher dem World of Warcraft, geschuldet, weil auch der Entwickler Blizzard eben dafür bekannt ist. Aber ansonsten, man muss sich in dieses Spiel eingewöhnen. Nun, worum geht es eigentlich in Overwatch? Es ist ein klassischer Multiplayer-Shooter oder Multiplayer, wie Fabian Siegesmund immer sagt. Es gibt 20 Klassen, die in 4 Kategorien unterteilt sind. Lasst mich raten, schlag mich nicht tot. Es gibt schwer gepanzerte Charaktere, also die klassischen Tanks. Dann gibt es die, die eher darauf geeignet sind, mit ihren Waffen Schaden anzurichten, also die Damage-Dealer, wie man früher in den guten alten MMORPGs gesagt hat. Und dann gibt es natürlich auch noch welche, die Constructors sind, also Leute, die Geschütze aufbauen können. Und mein Handy soll bitte aufhören zu vibrieren, das nervt nämlich ein bisschen. Und die vierte Klasse habe ich jetzt vergessen, aber ich blende sie euch einfach in diesem Video irgendwann mal ein und dann werdet ihr sie sehen. Ah ja, genau, die Heiler natürlich. Oh mein Gott, die Heiler, die gibt es in jedem Spiel. Man sieht also, Blizzard ist nicht ganz weg von seinem WoW-Trip. Die vier Klassen, die es eigentlich in jedem MMORPG gibt, haben sie einfach in einen Ego-Shooter rüberkopiert. Und man merkt auch, es spielt sich nicht ganz wie ein Ego-Shooter. Klar, die Mechaniken sind die eines First-Person-Shooters, um mal ein anderes Wort zu verwenden. Aber von der Taktik her, die Teamabsprache ist genauso wichtig. Wer noch nie zuvor einen Ego-Shooter gespielt hat, den hilft auch Overwatch einer Trainingsarena. Dort kann man die grundlegenden Steuerungen kennenlernen, die man eigentlich wissen müsste als normaler Ego-Shooter-Spieler. Und es gibt auch eine Testarena, wo du dann deine jeweiligen Helden und deren Fähigkeiten probieren kannst, bis der jüngste Tag erscheint. Ironie der Geschichte daran ist, dass man dabei von einer weiblichen Stimme beaufsichtigt wird. Und wenn mich nicht alles täuscht, weil die Stimme ist ein bisschen roboterverzerrt, ist das die deutsche Synchronstimme von Jennifer Lawrence. Ich weiß leider nicht, wie die gute Dame, also wie die deutsche Sprecherin heißt. Aber Props mal daran, hat so ein bisschen, wer die Filme, die Tribute von Panem gesehen hat, kann sich so ein bisschen nicht das Lächeln verkneifen, was einem da aufkommt, wenn man in einem Trainingszentrum ist, wo dir das Töten beigebracht wird. Das kommt dem Film ja auch sehr nah, nur dass in dem Fall Katniss dann in unserer Haut steckt als Kämpfer und sie nicht die Aufseherin ist, der sie einen Pfeil in das Schweinegesicht schießt, was da, ach Leute, ich rede zu viel. Ihr habt den Film bestimmt gesehen mit eurer Freundin oder ihr habt den heimlich geguckt, weil ihr auf Jennifer Lawrence steht. Ihr wisst, was ich meine. Das Tolle an dem Spiel ist, zu jedem Rundenstart zeigt das Spiel einem an, welche Klassen schon gewählt wurden und gibt auch Empfehlungen, welche Klassen noch mehr verwendet werden sollten. Fehlt ein Heiler, zeigt das Spiel es einem sogar deutlich in Rot an und sagt, hey, ihr müsst unbedingt einen Heiler nehmen. Jemand, der viel Schaden einstecken kann, damit die Damage-Dealer im Hintergrund schönen Schaden austeilen können, dann zeigt euch das Spiel das ebenfalls an. Zur Grafik ist zu sagen, das Spiel legt hier eher den Wert auf Funktionalität als auf pure Schönheit, wobei dieser schlichte Comic-Stil schon seine Schönheit hat und man muss sich halt dran gewöhnen. Nur mir ist aufgefallen, es ist nicht mein Stil, aber im Laufe des Spiels merkst du das nicht mehr. Da ist dir sowas von egal und die Spielmechanik ist einfach Wahnsinn. Also wer hier nicht seinen Charakter findet, mit dem er sein Glück finden kann, der steht auch 10 Minuten lang vor der Eisbude und kann sich nicht zwischen Sozzatella, Erdbeere und Waldmeister entscheiden. Anfang war das Spiel so hektisch, dass ich echt keine Ahnung hatte, was ich zu tun habe. Also außer, dass ich auf die Leute schieße, aber es kam mir vor, ich schieße 15 Mal auf jemanden, man schießt auf mich nur einmal und ich bin tot. Nach einer Weile habe ich gemerkt, dass dies wirklich nicht ein bloßer Ego-Shooter ist. Wenn man ein Leroy Jenkins macht... Oh my God, he just ran in. Kommt man nicht wirklich weiter. Man muss taktisch vorgehen, Deckung suchen und sich seiner Stärken des Charakters bewusst sein und dessen Schwächen natürlich auch. Ich bin eigentlich ganz gut mit dem Reaper gelaufen. Der hat zwei Schrotflinten in der Hand, kann teleportieren und
Seine Spezialfähigkeit ist, dass er ein Gemetzel startet mit seinen Schrotflinten und sich 360 Grad im Kreis dreht und alles abschießt. Da habe ich, glaube ich, auch einen kleinen Clip hier im Video. Ich hoffe, der taucht auf, dass ich ihn hier reingeschnitten habe. Soweit wollen wir es erstmal lassen. Es würde nichts mehr bringen, jetzt noch weiter zu reden. Wir müssen das Spiel jetzt erstmal ausgiebig testen, spielen. Ich denke mal, dass es Einzug in unsere Galerie hier erhalten wird. Und ja, wir melden uns mit ein paar Let's Plays in ein paar Tagen wieder, wenn wir fertig gesucht haben. Morgen ist Vatertag. Zum Glück sind wir mit Ausnahme eines Mitgliedes... Oh, warte, das darf ich gleich sagen. Egal, wir sind alle keine Väter. Und ja, wir sehen uns dann in ein paar Tagen wieder. Macht's gut, Leute. Immer ölig, fettig und willig bleiben. Aber nicht Väter werden. Außer ihr wollt Väter werden, weil es euer Kinderwunsch ist. Wir sind ja alle vergeben. Wir müssen auch immer aufpassen. Vielen Dank.